Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es wieder mal ein Orakel auf meinem Kanal. Und zwar das Champions League Achtelfinalspiel Bayern gegen Chelsea. Ja, das Hinspiel ging 3-0 aus. Ich würde mal auf ein 2-0 tippen, der Bayern. Bei Chelsea haben sich, glaube ich, zwei Stück verletzt. Die fallen, glaube ich, aus. Wer es war, weiß ich jetzt nicht mehr. So. Da haben wir Lewandowski. Ja, da ist Müller nebendran. So, hier ist der Trainer von Chelsea. So, noch Shakehands zwischen den Spielern hier. Bevor das Spiel losgeht. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Und vielleicht, ob ihr denkt, dass die Bayern vielleicht die Champions League noch gewinnen können. Aber das sehen wir dann. So, hier wird sich noch eingeschworen. So, hier seht ihr die Aufstellung. Thiago, Goretzka und Kimmich. Dann Gnabry, Lewandowski und Müller. Was mit Coman ist? Tja. So, hier haben wir von Chelsea Kepa im Tor. Alonso, Rüdiger, Zuma und Azpilicueta. Noch was, keine Ahnung. Kovacic, Kante, Jorginho, Mount, Giroud und Willian. Ja, ich spiele hier auf Weltklasse. So, und wir starten in die erste Halbzeit. So. Ja, endlich kommt mal wieder ein bisschen Fußball. Also die Bundesliga ist ja vorbei. Die beginnt ja erst wieder ziemlich spät. Ja. Aber ohne Fußball ist immer ein bisschen langweilig. Man weiß nicht, was man am Wochenende machen soll. Außer beim schönen Wetter vielleicht mal grillen oder was weiß ich, spazieren. Gute Chance hier von Müller. Ah, schade, schade. Ja. Und Abstoß von Chelsea. So. Und wir versuchen gleich wieder anzugreifen hier, um an den Ball zu kommen. Ja, aber bei den Bayern stehen ja auch noch zwei, drei Spieler mit einem Fragezeichen, ob sie bleiben oder nicht. Zum Beispiel bei Alaba, Boateng, Martinez, Thiago, das sind ja noch mehrere, das sind glaube ich drei, vier Leute. Ah, oh, was war das denn? Ich wollte eigentlich nicht drauf schießen. Ich wollte ihn ja nochmal irgendwie in die Mitte bringen. Ja, was Flick hier mit der Mannschaft gemacht hat, nachdem Kovac ja bei Bayern ausgeschieden ist, das war schon echt klasse. Und dass sie mit dem verlängert haben, ist auch natürlich super. Ja, Neuer hat gehalten. So, Eckball hier für Chelsea. Ja, alle Mann hier im Strafraum. Wo spielst du denn hin? So. Wir müssen wieder an den Ball kommen. Boah, beinahe. So, hier Davis, der ist doch ziemlich schnell.
Oh, das war nix. Das war nix. Es gibt ein Tor für den FC Bayern. Und jetzt Boateng. Ah, wir haben jetzt bis jetzt nur eine Chance gehabt. Und Chelsea so eine Halbchance. Und Thiago. Goretzka. Und Lewandowski. Klasse Aktion, Lewandowski. Ach. Oh, ja. Er war ins Ausgezwirbelt worden. Aber wir verstecken uns hier nicht. Thiago jetzt. Goretzka. Müller. Also ich traue den Bayern schon zu, dass sie die Champions League gewinnen könnten. Könnten gesagt, ne? Also mit dem Hinspiel, mit dem 3:0, dürfte eigentlich nicht viel passieren. Ja, nächste Saison ist ja bei Chelsea hier Werner. Kai Havertz sollte auch noch kommen. Rüdiger ist da. Also da sind schon viele Deutsche da. Oh, was ist das? Was war das denn? Ja, moin. Der war schön. Bam! Jawohl. Ja, ihr seht ja hier, ich habe sogar das neue Trikot an für die neue Saison. Ja. Hinten steht Sané drauf. Könnt ihr ja auf Instagram sehen. Ja, das ist das 1:0 durch Serge Gnabry in der 34. Minute. Sehr schön. Also mit dem 1:0 werden die Bayern locker weiter. So, Davis. Also Davis, der war, den fand ich echt klasse in der aktuellen Saison. Hätte ich nicht gedacht. Spiel mal ein bisschen Tiki-Taka, wollte ich gerade sagen, aber dann Fehlpass. Ah, da muss ich keine Angst haben hier. Ja. Also, was sagt ihr dazu mit Leroy Sané? Wird er einschlagen bei Bayern oder was denkt ihr so? Wird er Schwierigkeiten haben? Also ich denke mal, er wird sich gut einfügen. Das Einzige ist, Coman oder Gnabry werden halt den Kürzeren ziehen. Ich denke mal, eher Coman wird den Kürzeren ziehen. Thomas Müller. Goretzka. Ja. So, wir haben gleich Halbzeit. Und es sieht gut aus für die Bayern. So, hier haben wir Lewandowski am Ball gewesen. Ja. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. So. So, Konterchance ist erstmal mit. Also wirklich, gut sind sie hier nicht. Die Chelsea, Chelsea 11. Jetzt kamen sie mal ein bisschen näher an den Strafraum. Aber naja. So, wir haben Halbzeit. Wir führen hier durch Gnabry mit 1:0. So, hier haben wir nochmal Neuer, Kante. So, Tore 1:0. Dann Schüsse 3:4. Oh, die haben mehr Schüsse, aber nicht aufs Tor. Oh doch, hä? Ich habe einen Schuss aufs Tor und der ging natürlich rein. Das war natürlich gut. So. Ich wechsle noch nicht aus. Ich wechsle so ab der 60. Mal einen Spieler aus. Ich würde hier mal Zirkse gerne reinbringen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt dabei ist hier im Team.
Ich habe jetzt einfach das Team genommen, was hier schon war. Ich hätte es können auch selbst super aufstellen. Oh, Eckball. Das war nicht so gut, aber Pavard. Ja, Pavard wird ja auch fehlen in der Champions League. Jetzt gegen Chelsea. Echt schade. Da muss man mal gucken, wer dann Rechtsverteidiger macht. Ich denke mal Kimmich. Und dann wird wahrscheinlich Goretzka und... Da könnte noch Thiago, könnte auch defensiv spielen. Vielleicht tun sie Coutinho nochmal... Ah, oh, beinahe. Coutinho nochmal in die Offensive, also Zentraloffensiv. Oder Müller in Zentraloffensiv, da ist er lieber. Oh, Alter, der war aber echt... Der war... haarscharf. Haarscharf. So, Platz für die Flanke. Hereingabe kommt lang. Gute Aktion. Die Gefahr erstmal vorbei. Lauf. Müller, lauf doch. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Müller jetzt vielleicht mit der Möglichkeit. Ja, moin. Ballverlust Bayern München. So, Kimmich. Lauf doch, Kimmich, Kimmich. Kimmich, nimm ich. Ja, Kimmich ist ja eigentlich mein Lieblingsspieler, falls ihr das noch nicht wisst. Nur jetzt habe ich halt einen Sané-Trigger. Ich denke mal, wenn Sané gut wird, dann... Ah, ich mag eigentlich alle Spieler bei Bayern. Wen mögt ihr denn am liebsten bei den Bayern? Mögt ihr alle? Mögt ihr nur einen Spieler? Oh, der war nicht schlecht. Warum ist er nicht da reingefallen mit dem Ball? Schade, schade. So, Neuer, komm. Komm raus. Jetzt ein Eigentor. Das wäre echt... Also mit dem 1:0 wäre ich zufrieden. Jawohl. Gnabry. Na... Ja gut, den Namen von den Bayern seht ihr jetzt nicht, weil ich davor bin. So, die wechseln aus, dann wechseln wir auch mal gleich aus. Giroud ist raus, ja moin. Okay, dann wechseln wir auch mal. Dann schauen wir mal, wen wir hier haben. Oh, Zirkze. Ich glaube, Coutinho, Coman, Tolisso. Ja, der hier war ja echt ein Fehl. Fehlgriff. Ah, ich weiß es nicht. Ich mach mal Zirkze rein. Ich weiß, Lewandowski ist ein bisschen besser. Ich glaube, ich mache noch einen Wechsel. So. Hernandez für Boateng. Boateng. So. Zwei neue Spieler. Den letzten Wechsel heben wir auf bis zum Schluss. Was macht er draus? Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Eckball, oder? Ausgeklärt, das wird Ecke geben. Jawohl. Ecke kommt von Kimmich. Ach, schade, schade, schade. Schade, Banane. Oh, nochmal Ecke. Kimmich führt aus. Ach, Torwart. So, mal gucken, was Zirkze macht. Zirkze. Zirkze. Ah, schade. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Pavard. Conte. Okay. Da können Sie jetzt flanken. Ball an die lange. Ah ja, was ist das für eine Flanke gewesen? Boah, das ist aber merkwürdig. So, Chelsea tut nochmal auswechseln. Machen wir mal einen kurzen Pass zum anderen Spieler. Kimmich. Hier Kimmich, Goretzka. Goretzka. Thiago. Thiago. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, das war nix. Das war nix. Davis. Kovacic. Conte. Jorginho.
Ich glaube, das Champions League Spiel kommt, glaube ich, auf Sky, glaube ich. Das kann ich leider nicht gucken. Ich habe kein Sky. Man muss ja nicht alles haben. Jawohl. Der war zu hart. Zu hart. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment ja. Das hat nicht gemüllert. Schade. Aber war nicht schlecht. So, ich glaube, ich wechsle nochmal. Ich nehme jetzt mal Thiago raus. Oder nein? Ich nehme hier Goretzka raus und mache Coutinho rein. Ich denke mal, das wird auch. Ah ne, er darf ja noch spielen, glaube ich, bis Champions League vorbei ist, glaube ich. Oder wie das ist. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Weil er ist ja nur geliehen. Willian jetzt. Der ist ja nur geliehen. Zipze! Nein! Schade, schade. Der junge Stürmer. Der hat mir auch gut gefallen. Ich spiele mal über die Bande. Die Bande. Ja, mein. Über die Außen, meine ich. Oh. Ja. Thiago war das. Ja, moin. So, wir haben es gleich. Und dann wäre Bayern natürlich weiter. Ah, schade. Schade, Banane. Nein. Oh. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Was spiele ich denn hier? Junge. So, jetzt Davis. Dann haben wir hier Gnabry. Ja, moin. Komm, greif an. Boah, Junge. Rüdiger, ja, gut gelöst. Ich glaube, ihr hört hier, wie ich meinen Controller hier vergewaltige. So, noch 2 Minuten offiziell, also könnte vielleicht noch ein bisschen Nachspielzeit kommen. So, schnell nach vorne hier. Vielleicht passiert da noch irgendwas. Ach. So, Zexe ist noch ziemlich fit hier. Ach. Schade. Jorginho. So. Klasse Aktion da. Macht er gut. 3 Minuten Nachspielzeit. Oh. Beinahe. Der war gar nicht. Nicht gefährlich. Ja. Das war das Orakel zum Champions League Achtelfinalspiel Bayern gegen Chelsea. Mit diesem 1:0 wären die Bayern natürlich klar weiter. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wie sie spielen würden. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.